Sup, moin Leute und ja, willkommen zurück zu Minecraft, quasi der nach Gamescom Edition. Ich werde hier ein bisschen was quatschen mit Gamescom, wie es gelaufen ist und was so ja, passiert ist, oder besser gesagt, was nicht passiert ist. Deswegen wird die Folge vielleicht auch ein, zwei Minuten länger, ich weiß es nicht genau und ja, es wird, also diese Folge wird quasi morgen schon rauskommen, es ist jetzt Montag. Ich bin fertig, bin zwar nur Donnerstag, Freitag da gewesen, aber das hat mich fürs Wochenende komplett außer Bahn geworfen und komplett fertig gemacht. Ich war durch von A bis Z, wo ich dann mit O'Hare und Mr. Merp durch die Gegend gelaufen bin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte leider mit den Leuten, mit denen ich quatschen wollte, namentlich Quickie Baby und Jingles, leider nicht reden. Was hauptsächlich daran lag, dass Quickie Baby quasi nur am Stream war und Jingles nirgendwo zu sehen gewesen ist. Und da ich am Ende des Tages auch nicht auf die Games, also auf die Wargaming Party gehen konnte, weil wegen Verwirrung und Wirrung, gab das quasi am Ende keinen. Dafür habe ich was ganz anderes geschafft, etwas, was ich wirklich gar nicht gedacht habe, dass ich da irgendwie reinkommen oder so. Ich war im 2K-Livestream am Freitag. Wer sich das angucken möchte, der ist herzlich zu eingeladen, den 2K-Stream auf Twitch nochmal aufzurufen und dort sich den Tag Nummer 19 anzugucken, also den Freitag. Und ja, das ist dann quasi schon meine Ankündigung dafür, dass ich wohl Civilization 6 spielen werde. Wenn O'Hare Bock hat, dann machen wir sogar eine duale, also quasi ein Let's Play Together daraus, weil ich nämlich keine Ahnung davon habe. Ich hatte, wie im Stream erwähnt, ganz, ganz früher, so im 6. 7. Schuljahr mal mit dem zweiten Teil der Serie zu tun. Und seitdem aber nicht mehr, weil das Spiel mich so ziemlich getrollt hat. Ich war damals noch nicht wirklich fähig, ein Strategiespiel, vor allen Dingen ein rundenbasierendes, zu spielen. Und heutzutage ist das ein bisschen anders. Heutzutage denke ich mal, dass ich es durchaus hinkriege, der Komplexität eines rundenbasierten Strategiespiels wie Civilization 6 gerecht zu werden. Also könnt ihr euch darauf freuen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann mal nicht. Aber ich mach's sowieso. Also von daher, ich habe gar keine, habe ich eigentlich, nehme ich auch nicht. Ich habe weder eine Werkbank noch sonst irgendwas Interessantes dabei. Okay, das heißt, wir werden erstmal hier zwei runtergehen und uns dann hier gemütlich wieder durchgraben. Also wie gesagt, Civilization 6 ist schon mal so gut wie, also es ist gekauft, es ist vorbestellt, wird es also geben, so oder so. Lieber O'Hare, falls du das hier siehst, aus irgendeinem dummen Zufall, falls du mein Minecraft-Video mal guckst, was ich eher bezweifle, dann ist das hier quasi die Ankündigung dafür, dass ich mit dir Civilization 6 spielen möchte, im, ja, Let's Play Together. Gucken wir mal, aber erstmal läuft halt noch Diablo weiter. Und Demetrius läuft noch weiter und Banish läuft noch weiter. Ich weiß nur noch nicht genau, wie lange. Deswegen muss ich da einfach mal gucken, was das am Ende dann gibt. So, Moment mal ganz kurz. Das kann ja nicht sein jetzt hier. Ach, ich kann gar nicht raus, wenn ich das auf Vollbild habe. Moment. Ich mache das gerade auf meinen Ohren mal ein bisschen leiser, weil das stöhnt mir gerade so ein bisschen in die Ohren rein. Die Musik ist mich doch ein bisschen zu laut gelassen. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, das steht schon mal so mehr oder weniger alles. Und was habe ich mir sonst noch so schön da angeguckt? Eigentlich nicht viel. Ich habe mir hauptsächlich die Szenerie angeguckt, den Wargaming-Stand ganz viel und lange und muss sagen, die haben rausgehauen wie die Bekloppten. Soweit ich das mitgekriegt habe, einmal die Stunde in der Xbox One haben sie rausgeschmissen. Plus Headsets und diverse Codes, Mauspads und was weiß ich, was sie nicht noch alles rausgeschmissen haben, abgesehen von T-Shirts natürlich. Wovon ich auch zwei abgegattert habe. Eins in XL und eins in XXL. Das in XL, das habe ich an einen Kumpel abgetreten, der leider dieses Jahr nicht auf die Gamescom gehen konnte.
Und das andere nutze ich dann jetzt als, ja, Schlafoberteil. Und es ist super weich und super gemütlich. Also, liebes Wargaming-Team, vielen, vielen Dank, dass ihr die Dinger rausgeschmissen habt. Es ist wirklich super gemütlich und es sind klasse T-Shirts. Vor allen Dingen, man durfte sich aussuchen, was für eine Größe man haben wollte. Vorausgesetzt, man hat sich irgendwie 20 Minuten in die Schlange reingestellt und, World of Tanks oder wahlweise World of Warships gespielt. Je nachdem, wo man mehr Bock drauf hatte. Jetzt wird es schon wieder dunkel, pass mal auf. Zack, zack, zack und schlafen. Oh, gutes Nächtle. Auf jeden Fall eine klasse Sache. Und dann mit den zwei Verrückten hier, O'Hare und Mr. Merp, da durch die Gegend zu laufen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Am Donnerstag waren wir sogar noch schön trinken und wir waren Burger essen. Wo genau, weiß ich gar nicht. Muss ich ihn O'Hare nochmal fragen. Da will ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Spätestens nächstes Jahr, aber vielleicht dieses Jahr nochmal mit der Familie oder so. Oder ein paar Freunden. War nicht gerade günstig, aber es hat super gut geschmeckt. Und Geschmack ist immer noch mehr als Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem recht nettes Personal und das Bier. Natürlich schönes Kölsch in 0,2er-Gläsern, wie man es gewohnt ist. Wie es auch eigentlich sein musste. Anschließend sind wir dann noch kurz durch die Gegend gelaufen, in die nächstbeste Bar hinein. Haben uns dann draußen direkt an eine Straße dran gesetzt. Man sieht das auch auf dem Twitter-Account. Da hat der O'Hare so ein nettes Foto von uns dreien hochgeladen, wo wir direkt am Straßenrand saßen und an uns vorbei mit 50 km/h. Wir saßen wirklich 10 cm entfernt von der Straße. Sind die da an uns vorbeigerauscht und wir haben uns währenddessen ein Bierchen nach dem anderen gegönnt und ein bisschen über World of Tanks und Let's Plays im Generellen und die Gamescom so ein bisschen philosophiert. Ne? Das ist halt, was halt dann zu dem Zeitpunkt halt das Wichtigste war. Da war ich dann ungefähr bis halb elf ungefähr. Und dann habe ich den Nachhauseweg angetreten. Aber nicht ohne leichte Schwierigkeiten. Ja. Also ich bin erstmal, stand ich auf dem falschen Gleis. Ich wollte mit der S-Bahn wieder zurück zur Gamescom-Haltestelle. Stand aber erstmal am falschen Bahnhof, wäre fast noch in die falsche Bahn eingestiegen. Habe es zum Glück noch rechtzeitig bemerkt, konnte dadurch dann noch den richtigen erwischen. Das hat dann nochmal 9 Minuten extra gedauert. Er hielt bei der Gamescom, aber die Tür ging irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Also musste ich eine Station weiterfahren. Bin dann durch eine andere Tür rausgestiegen, weil ich mir gedacht habe, nee, das will ich nicht nochmal ausprobieren. Und dann ging es auch. Dann von da aus durfte ich dann nochmal ungefähr 20 Minuten warten. Also musste ich erstmal dann zum Bahnhof latschen, durfte da nochmal 20 Minuten warten auf die nächste Bahn, die dann den Heimathafen quasi angefahren hat. Und dort habe ich dann tatsächlich noch den letzten Bus nach Hause erwischt. Den letzten Bus, sonst hätte ich von da aus nochmal 1,5 Stunden laufen dürfen. Ich war im Endeffekt um 12:30 nachts zu Hause. Das heißt, 2,5 bis 3 Stunden war ich auf jeden Fall unterwegs. Hammer, oder? Also das habe ich mir dann doch etwas anders vorgestellt. Aber gut, sowas muss man auch mal mitgemacht haben. Und ohne solche komischen Auswüchse, solche komischen Unternehmungen, wäre das Leben ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ne? Wenn alles immer glatt laufen würde, was würde es dann noch bringen? Na? Also schön viel Chaos. Zumindest an diesem einen Tag. Denn anschließend ging dann alles den routinierten Gang wieder los. Ich bin dann freitags morgens wieder früh aufgestanden. In alter Frische oder eher Unfrische, weil ich war nämlich noch ordentlich fertig vom Vortag. Nichtsdestotrotz habe ich mir das nicht nehmen lassen, nochmal zur Gamescom zu fahren und ein zweites Mal quasi mit O'Hare und Mr. Merp dann über die Messe zu schlendern. Und wie gesagt, am Ende dann im Livestream von 2K zu landen. Ihr seht da übrigens auch Mr. Merp und O'Hare und einige andere Leute, die wesentlich mehr Ahnung haben von Civilization als ich. Viel mehr. Also ich meine, jeder, der irgendwie mal Civilization gespielt hat
und auch nur ansatzweise mehr als 3 Stunden damit verbracht hat, hat wahrscheinlich mehr, länger und intensiver das Spiel gespielt als ich. Ah, ja. Man merkt es auch so ein bisschen, ich habe mir da so ein paar Sachen nicht unbedingt an den Haaren herbeigezogen, aber es war doch schon recht auffällig, dass ich halt noch nicht wirklich viel mit den Spielen zu tun hatte. Aber dadurch, dass ich halt jetzt schon, wie ich auch im Stream sage, also guckt euch das unbedingt an, habe ich jetzt schon einiges an Erfahrung mit Strategiespielen, rundenbasierten sowie Echtzeit. Und deswegen wird dieses Spiel gekauft und gespielt. Auf jeden Fall. Auch für eine etwas längere Zeit. Vielleicht hole ich mir sogar Civ 5. Da muss ich nochmal ganz genau nachgucken, wie lange es denn jetzt eigentlich dauert, bis Civ 6 rausgeht, also rauskommt. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr noch ist, zur Weihnachtszeit vielleicht, oder ob das nächstes Jahr sein wird. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Aber ist ja auch grundsätzlich erstmal egal. Würde ich einfach mal behaupten. Ne, weil, wenn, dann würde ich es mir eher selber kaufen, als dass ich es mir irgendwie schenken lasse oder so. Weil ich zu Weihnachten bereits von meinen lieben Eltern ein wenig, eine etwas verrücktere Sache geschenkt bekomme, wo ich hoffentlich dann bis dahin schon eine GoPro oder ein GoPro-ähnliches Gerät habe. Also da würde ich mich echt schon drauf freuen. Ah ja, hier oben haben wir das eine Bett gepackt. Ich wollte aber, machen wir erstmal 2 Schaufeln, würde ich sagen. 2 Schaufeln. Und dann machen wir uns noch ein paar zusätzliche Spitzhacken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Na, dann werde ich erstmal falsch umspringen dann. Ja. Und hoffentlich dann eben mit einer GoPro oder einem etwas ähnlichen Gerät werde ich dann in die unendlichen Weiten hinabtauchen. Und das Ganze filmen und dann entsprechend auch für euch hier auf YouTube hochladen. Falls gerade aus irgendeinem dummen Zufall irgendwie so ein Camcorder-Hersteller oder sowas zuhört, ich habe nichts dagegen, gesponsert zu werden. Ah, schön. Zumindest was die Kamera angeht oder ein Gutschein oder irgendwie sowas. 15% off oder so ein Quatsch. Da wäre ich auf jeden Fall für zu haben. Naja. Aber genug der Wünscherei und der ja, Halluzination mehr oder weniger. Ich werde es mir wahrscheinlich selber holen. So um Neujahr rum ungefähr, wenn ich dann für mein Auto die Versicherung bezahlt habe und alles wieder seinen geregelten Gang läuft, dann werde ich auf jeden Fall mir eine kleine Kamera besorgen. Und vielleicht ja öfters mal was draußen unternehmen oder so. Mal gucken, was noch alles passiert. Das Leben ist noch lang. Ich habe mal gerade ein Viertel der ungefähren Lebensspanne, die ich ungefähr vorhabe zu erreichen, erreicht. Und deswegen, es wird noch viel geben. Es wird noch viel und lange wird es noch was geben, denke ich. Solange es Spiele gibt, werde ich spielen. Und solange ich Bock habe, Videos zu machen, werde ich auch weiterhin Videos machen. Das gesagt, habe ich auch wieder vor, World of Tanks Videos zu machen. Und eventuell sogar World of Warships Videos. Muss ich mal gucken, wie ich da rein finde, ungefähr. Shai hat sich netterweise angeboten, mit mir World of Warships zu fahren. Vielleicht finden wir noch 1, 2 andere Leute, die noch mitmachen. Am besten wäre noch einer optimal, der noch mitmacht oder so. Vielleicht O'Hare oder Mr. Merp oder irgendwer ganz anderes. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das alles so verhält, wie das abläuft. Was passiert in der Zukunft ist eben, ja, Zukunftsmusik. Ja, und wie ich das bei Banished auch so gemacht habe, die Vergangenheit, die etwas ungemütlich war, an mein zukünftiges Ich vermutlich morgen oder so abzudrücken. Naja. Mal gucken. Ich habe jetzt schon Muffe davor, das Spiel wieder anzumachen. Ja, so schlecht läuft's gerade. Aber egal. Gut, das war eigentlich schon mein kleines Blabla zur Nach-Gamescom-Zeit quasi.
Ich guck mal, dass ich jetzt noch ein bisschen Demetrius aufgenommen kriege, quasi auch die morgige Folge oder die heutige, besser gesagt, die in einer Stunde dann hochgeladen ist, beziehungsweise in 45 Minuten dann online geht. Guckt da nochmal rein, ist ganz lustig. Da hört ihr mich dann failen bei dem Versuch, Stimmen zu variieren. So viel dazu. So, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass einfach ein Däumchen nach oben da. Und ansonsten sehen und hören wir uns dann in einer weiteren Aufnahmesession, die dann etwas länger sein wird, bei Mimamu Minecraft. Und wow, wir sind schon doch schon ganz weit. Kann man das als weit bezeichnen? Naja, okay, 20 Blöcke müssen wir mindestens noch runter. Na egal. Auf jeden Fall, danke und tschüss.